Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video der parapsychologischen Theorien. Das hier ist das zweite Video zu den allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen und Theorien, die wir benötigen, um eine Basis zu haben, um weiter voranzukommen. In Video 3 hatten wir ja uns jetzt um die allgemeine und die philosophisch-wissenschaftlichen Grundlagen gekümmert. Jetzt in Video 4, das ist das zweite dieses dreier Wissenschafts-Basic-Videos ist, sage ich mal, ist die psychologischen Grundlagen und im nächsten Video folgen dann die physikalischen. Und gleich vorweg ein Hinweis, die ersten vier Punkte hier, also Illusion, Pareidolie, Suggestion und Priming, die Folien, die ich hier verwende, habe ich aus meiner anderen Vorlesung zum Bereich der Vorlesung Was ist Realität herauskopiert, weil sie inhaltlich sich nicht verändert haben. Die Sachen sind nach wie vor so gültig. Ich habe an paar kleinen Stellen ein paar Veränderungen noch mit reingenommen, aber die Grundaussagen in den vier Punkten haben sich nicht geändert. Das heißt, wer das Video bereits kennt, also dieses Video, was ist Realität, der kann die ersten vier Punkte überspringen und kann direkt zum fünften gehen. Da wird er nicht wirklich was Ernsthaftes verpassen. Der fünfte ist die Erinnerungsverfälschung. Das passte nicht so zu dem Thema Realität in dem Sinne, sondern eher zum Thema Erinnerung. Und hier zur Psychologie brauchen wir aber auch die vier Punkte, die wir schon behandelt haben, plus diesen fünften. Und daher werde ich die hier noch einmal aufgreifen für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, damit auch wirklich wir auch hier die Basics geklärt haben. Gut. Fangen wir einfach an mit erstens der Illusion. Die Lichtreize, welche die Augen wahrnehmen, werden im Nervenzentrum ausgewertet und zu einem Bild verarbeitet. Das ist ein Fakt. Dabei fließen aber nicht nur die wahrgenommenen Reize, sondern auch das Erfahrungsgedächtnis von unserem Gehirn mit ein, sodass das Bild, was wir sehen, nie der Wirklichkeit entspricht, da es bereits im Vorfeld durch Abgleich unserer Erfahrungen und Erinnerungen interpretiert wurde. Wir sehen also bereits die interpretierte Version. Wir sehen nie die Welt, wie sie wirklich ist, sondern immer nur das Abbild, was das unser Gehirn uns gibt und bereits mit Erfahrungen verfälscht wurde. Das ist nicht an sich so schlimm, wie ich das jetzt dargestellt habe. Also grundsätzlich ist das sogar sehr, sehr sinnvoll, da wir so Entfernungen besser einschätzen können und ohne bewusst zu denken auf Bewegung reagieren können, da das Gehirn automatisch berechnet, wo sich jener bewegende Gegenstand befindet und wo er sich wahrscheinlich hinbewegen wird und wann das soweit ist. Das ist also durchaus ein Vorteil. Aber in gewissen Situationen führt das nun mal leider zu Fehlinterpretationen, welche als optische Illusion wahrgenommen werden können. Es ist natürlich für uns als Parapsychologen, die sich mit Phänomenen und damit auch oft mit der Frage, was ist Fake und was ist Wahrheit, konfrontiert sehen, sehr, sehr wichtig, diese Effekte zu verstehen, um bei etwaigen Sichtungen zu überprüfen, ob ein echtes Phänomen oder halt nur eine Illusion vorliegt. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu befassen. Machen wir dazu mal ein paar Illusionsbeispiele, damit jeder weiß, was genau gemeint ist. Bei der rechts abgebildeten Figur, die als Cafe Wall bezeichnet wird, erscheinen die horizontalen Linien schräg, weil die Kästchen nicht senkrecht untereinander, sondern versetzt angeordnet sind. Die Linien sind jedoch alle horizontal und parallel zueinander. Wer es nicht glaubt, lege bitte einfach ein Lineal oder so auf den Bildschirm. Es ist wirklich so. Aber hier seht ihr das Problem. Unser Auge würde es eigentlich korrekt sehen. Unser Auge würde wirklich parallel horizontale Linien sehen. Unser Gehirn aber schon längst gelernt gehabt, durch viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass es wie versetzt auszusehen hat normalerweise und gibt uns das so wieder. Das heißt, wir sehen da einfach etwas Falsches. Wir sehen nicht den Reiz, der unsere Augen wahrgenommen, sondern die bereits falsch interpretierte Version durch unser Gehirn. Das Prinzip nebenbei gilt für alle folgenden Bilder auch. Anderes Beispiel. Starrt man auf das grüne Quadrat für einige Sekunden und dann auf das weiße Quadrat daneben, wird ein pinkes sichtbar. Dies basiert auf der Überreizung des M-Zapfens und wird Nachbild genannt. Wer es gerne testen möchte, am besten das Video hier mal pausieren. Ich mache natürlich direkt den Kontext weiter. Nächstes Beispiel. Wir interpretieren Größe abhängig von der Umgebung. Der blaue Kreis links erscheint kleiner als jener rechts, weil der linke von den großen roten Kreisen umgeben ist. Aber Fakt ist, die blauen sind alle exakt gleich groß, die beiden. Nächstes Beispiel.
Fokussiert man den zentralen Punkt und bewegt seinen Kopf vor bzw. zurück, hat es den Anschein, als würden sich die Rauten kreisförmig bewegen. Dies liegt an der Fokussierung durch unsere Augenlinse, weil wenn wir unseren Kopf vor und zurück bewegen, ändert sich der Fokus und damit, wie unser Auge das wahrnimmt und unser Gehirn das interpretiert. Auch ein interessantes Beispiel. Wir interpretieren Helligkeit und allgemein, das gilt auch allgemein für Farben, in Abhängigkeit von der Umgebung. Beispiel, ist Feld A oder B heller? So, ich denke, die Entscheidung ist schnell getroffen und da jeder weiß, dass es eine Illusion ist, wird doch jeder die Antwort richtig haben. Die Antwort ist, beide sind gleich hell. Ja, man mag es gar nicht glauben, hier ist aber nochmal das Beweisbild, was genau dasselbe zeigt, nur halt mit den gleichfarbigen Balken dargestellt. Und die Erläuterung, unser Gehirn wertet die Sinnessignale der Augen falsch aus und erwartet, dass das Karo-Muster stets im Wechsel zwei gleiche Farben aufweist, wie wir das zum Beispiel vom Schachbrett kennen, weil wir das halt einfach so gelernt haben und somit A zwingend dunkler als B sein muss, auch wenn es das so nachweislich nicht ist. Ihr seht, die zwei senkrechten Balken zeigen, es ist dieselbe Farbe. Aber unser Gehirn erwartet halt, dass A dunkler als B ist. Zweitens, Pareidolie. Auch die Pareidolie ist eine Sonderform der subjektiven Realität. Der Begriff leitet sich von den altgriechischen Wörtern para für daneben und eidolon für Erscheinung ab und bedeutet folglich wörtlich Danebenerscheinung oder praktischer Trugbild. Hier als Bild seht ihr zum Beispiel das sogenannte Mondgesicht. Unser Gehirn sieht darin sofort ein Gesicht, in Wahrheit ist es aber nur eine Bergformation, wo der Schatten günstig fällt. Es ist also eine optische Fehlinterpretation, die auf die psychologische Besonderheit unseres Gehirns zurückzuführen ist, dass dieses versucht, primär Gesichter und Wesen zu erkennen. Und damit auch in Objekten und Formationen vermeintlich versucht, Gesichter und Wesen zu erkennen, auch wenn da gar keine sind. Das heißt, mal auf die Praxis der Parapsychologie gesprochen, eventuell sieht einer da einen Geist, wo vielleicht aber gar keiner ist, weil das Gehirn gesagt hat, jo, Schatten und Licht bilden den Kontrast, der sieht ungefähr aus wie ein Mensch. Hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel links. Die Sonne und die Wolken bilden scheinbar einen Schwertkämpfer. Daneben im Holz die Maserung durch den Wuchs des Baumes sieht aus wie einige deformierte Gesichter. Oben rechts, bin mir gar nicht sicher, was das ist. Ich glaube, es ist ein altes Radio. Und es sieht halt aus wie ein lächelndes Gesicht. Und unten rechts, ein bisschen schwer vielleicht zu erkennen, die Gesteine bilden auf den ersten Blick die Form wie eine stehend sitzende Eule. Und damit sind wir schon beim Thema Suggestion. Das kommt vom lateinischen Wort suggestionis und bedeutet wörtlich Hinzufügung, kann jedoch praktischer als mentale Beeinflussung verstanden werden. Hierbei wird unterschieden die Heterosuggestion, die durch eine andere Person herbeigeführt wird, und die Autosuggestion, wo eine Person sich selbst beeinflusst. Ihr kennt es vielleicht, wenn man sich total ängstlich was einredet, dann reagiert der Körper auch entsprechend so. Also es ist nicht nur, wenn man einen Horrorfilm schaut und dann durch einen dunklen Gang geht, dass man vielleicht Angst hat, sondern die ganze Zeit nachdenken würde, dass in dem dunklen Gang, ich sag mal, irgendwas Schlimmes passiert, ein Geist, ein Monster oder irgendwas lauert, würde man automatisch auch Angst bekommen. Es wäre also eine reine Suggestion. Suggestion kann daher die Wahrnehmung und Interpretation der Realität beeinflussen, indem ein suggeriertes Wunschbild als Abbild der Realität priorisiert wird. Klingt total doll, bedeutet im Prinzip, wir bilden uns etwas ein. Beispiel. Zwei Testgruppen sollen jeweils in einem vermeintlichen Spukort übernachten. Das ist abgeleitet aus einem Mythbuster-Experiment, aber ist mal prinzipiell vereinfacht. Gruppe A erhält die Information, dass es dort wirklich Spuk. Gruppe B wird nicht erzählt, dass es sich um einen Spukort handelt. Was passiert? Wir suggerieren damit Gruppe A, dass es spuken könnte und sie werden eher auf Geräusche etc. achten und diese gegebenenfalls empfindlicher wahrnehmen und eher als Spuk deklarieren. Gruppe B hingegen wird weniger auf Geräusche etc. achten und diese schnell ohne große Überprüfung als Zufall etc. einstufen. Zum Beispiel sagen, ach nur, das Gebäude setzt sich oder ach, das sind nur ein paar Tiere, die im Wald nagen. Einfach nur, so haben wir schon eine Suggestion, wir haben einen Gedanken eingepflanzt, der sich dann ein bisschen manifestiert. Beispiel 2.
Testpersonen wird in einer stockdunklen Umgebung mittels Schlauch ein Wein zur Verkostung angeboten. Dabei wird auf einem Display ein fiktiver Kaufpreis angezeigt. Das ist ein Experiment, das hat die California Institute of Technology gemacht. In unserem ökonomisch gewachsenen Verstand wird durch Erziehung, Werbung etc. suggeriert, dass ein hoher Preis automatisch eine gute Qualität bedeutet. Allerdings wird im Experiment immer der gleiche Wein zugeführt, jedoch ein zufälliger Preis angezeigt, ohne dass die Probanden dies erfahren. Selbst wirklich richtig große Koryphäen und Experten für Wein bewerteten unterbewusst den Wein mit höherem angezeigten Preis als besser als den Wein mit niedrigem Preis, obwohl es sich um einen und denselben Wein handelte. Priming. Fangen wir hier mal mit dem Experiment an. Beantwortet ruhig mal selber die folgenden Fragen. Ich lasse einen kleinen Moment Zeit. 1a. Welche Farbe haben reife Tomaten? 1b. Nenne ein Werkzeug. Jetzt kommen gleich vier Fragen, die ihr schnell beantworten müsst. Also nicht lange nachdenken, wirklich das Erste, was euch einfällt, raushauen. Welche Farbe haben die meisten Wände? Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe haben Wolken? Was trinkt die Kuh? So, jetzt mal zur Auswertung des Experiments. Welche Farbe haben reife Tomaten? Rot, wird, denke ich, jeder geantwortet haben. Damit ist er geprimed auf Rot, allerdings nur in einer Stufe, nur ein einziges Mal genannt. Die meisten werden in dem Bezug bei der Frage nach einem Werkzeug Hammer antworten, weil das mit Rot assoziiert wird. Warum, weiß keiner so genau, aber das ist wohl leider so. Beim zweiten Beispiel ist das besser zu verstehen. Welche Farbe haben die meisten Wände? Wird jeder weiß antworten, geprimed auf Weiß. Schnee, weiß, geprimed auf Weiß. Farbe der Wolken, weiß, geprimed auf Weiß. Was trinkt die Kuh? Wasser. Und oft wird hier falsch Milch geantwortet, da man auf Weiß geprimed ist und non die Kuh assoziiert. Das Gehirn geht vor und weiß, okay, ich suche Weiß, ich suche Weiß, ich suche Weiß. Und dann kommt Kuh. In der Kurzverbindung des Gehirns macht das Weiß und Kuh, sucht die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Begriffen und sagt, Weiß, Kuh muss Milch sein. Wie schon gesagt, das sind ja die Antworten. Und das liegt daran, dass das Unterbewusstsein durch die vorigen Fragen so beeinflusst wurde, dass Assoziation zu den vorigen Antworten gesucht hat. Diese Manipulation des Unterbewussten wird Priming oder auf Deutsch Prägung genannt. Das Prinzip des Primings besteht darin, dass das Unterbewusstsein unsere Gedanken und Entscheidungen beeinflusst, je nach aktueller Gefühlslage, letzte Erlebnisse und Gedanken, räumliche Gegebenheiten, Temperatur, Geräusche, eigentlich so gut wie alles, was durch unsere Sinne wahrgenommen wird. Das geschieht unterbewusst und kann nicht verhindert werden. Wir treffen nie objektiv eine Entscheidung, sondern immer schon geprimed durch alles, was um uns herum passiert, was wir gerade erlebt haben und erinnern, egal wie gut wir sind. Da, aus der Nummer kommen wir nicht raus, weil auf das Unterbewusstsein haben wir keinen Einfluss und das macht 98% unseres mentalen Apparates aus. Mit den 2% Bewusstsein, die da oben drauf geknallt wurde, evolutiv, mal sehr salopp gesprochen, können wir diese anderen 98% einfach nicht kontrollieren. Es gibt da keine Verbindung zwischen. Das bedeutet, die Realität variiert nicht nur durch die Wahrnehmung an sich, sondern auch durch die Priming-Effekte, die unterbewusst bei der Bewertung der Realität eintreten. Das heißt, selbst wenn identische Wahrnehmungen subjektiv möglich wären, wie es bei Mehrlingen denkbar wäre, die identisch aufgewachsen sind, so wird das interpretierte Abbild der Realität durch die jüngsten Erinnerungen und Ereignisse durch Priming manipuliert und variiert von Person zu Person. Gibt tolle Experimente. Stellt euch mal 9 Stück sind es, glaube ich, vor. Eine Gruppe sollte in einem Test folgende Wortanreihung zu sinnvollen Sätzen gestalten und dann den Professor aushändigen. Heute, nett, sie, angezogen, statt, einkaufen. Sonne, höflich, Reise, jetzt, warten, Mann. Wissen, Geduld, Baby, schläft, für, verstehen. Techniker, angenehm, fahren, Auto, Zeit. Vogel, zuschauen, Park, Gesundheit, andere. Das Problem bei der Sache: Der Professor befand sich in einem angeregten Gespräch und es wurde untersucht, wie lange die Probanden gewartet haben, ehe sie ihn unterbrachen. Die obige Testgruppe, die auf Geduld geprimed war, durch die Worte, die da oben in Magenta dargestellt sind,
wartete deutlich länger als die Kontrollgruppe. Zweitens, Leute, die einen Bleistift im Mund halten und einen Comic lesen, finden diesen lustiger. Drittens, einer Testgruppe wurden viele Begriffe, die mit Alter zu tun haben, gesagt. Diese bewegten sich danach nachweislich langsamer als die Kontrollgruppe. Viertens, zwei Testgruppen mussten Fragen beantworten. Gruppe A sollte sich zuvor 5 Minuten lang schriftlich Gedanken darüber machen, wie es wäre, ein Professor zu sein, während Gruppe B sich Gedanken darüber machen sollte, wie es wohl wäre, ein Fußball-Rowdy zu sein. Teilnehmer der Gruppe A konnten durchschnittlich 23 von 42, Teilnehmer der Gruppe B nur 18 von 42 Fragen richtig beantworten. Fünftens. Studien zeigten auch, dass allein der Gedanke an Sport und die Vorstellung, Sport zu treiben, fit machen kann. Also alles nur durch Vorstellungskraft im Prinzip. Sechstens. Menschen, die sich schämen, bekommen das Bedürfnis zu duschen oder zu baden. Siebtens. In einem anderen Experiment wurden Probanden sehr kurz diverse Bilder von Gegenständen gezeigt, die sie anschließend benennen sollten. Darunter ein Brotlaib, welche 40% aller Probanden der Kontrollgruppe erkannten. Die Testgruppe sah zuvor eine Küche und erkannte den Brotlaib im Durchschnitt mit 80%. Sie war also auf das Thema Essen geprägt und konnte sich das besser merken. Achtens. Menschen, die auf harten Stühlen sitzen, verhandeln härter und sind weniger kompromissbereit. Und andersherum, sitzen sie auf bequemen Stühlen oder Sesseln, sind sie freundlicher und entgegenkommender. Neuntens. Die Aufnahme warmer Getränke führt zu mehr Kompromissbereitschaft. Kalte Getränke bewirken eine Distanzierung und können auch Wut und Zorn entgegenwirken. Damit sind wir bei fünftens der Erinnerungsverfälschung. Den Satz, da bin ich mir hundertprozentig sicher, hat garantiert jeder schon mal gehört. Und am Ende hat die betreffende Person sich doch gehört. Vielleicht nicht immer, aber das ist doch bestimmt schon jedem mal begegnet. Und das Phänomen tritt daher auf, dass unsere Gehirne sich nicht immer an alle Details erinnern können. Das Problem jedoch ist, damit keine Lücke in dieser Erinnerung klafft, füllt unser Gehirn diese automatisch mit einem plausiblen Hergang. Dieser kann aber falsch sein und führt zu der Verfälschung der Erinnerung. Es ist also ein unbewusster Prozess, der sich vermutlich evolutiv durchgesetzt hat, damit wir stets handlungsfähig sind. Frei nach dem Motto, besser falsch erinnern als gar nicht erinnern. Denken und bewusstes Erinnern ist zeit- und energieaufwendig und daher ist es evolutiv sinnvoll gewesen, lieber eine falsche Erinnerung zu haben, die jedoch plausibel ist und einem irgendwie weiterhilft, als eine Lücke zu haben, die uns zweifeln und eventuell gar nicht handeln lässt. Wissenschaftler haben das mal sehr interessant formuliert, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, am Prinzip wurde die These so begründet, stellen Sie sich Folgendes vor, da ist ein Urmensch und er befindet sich in einer Gefahrsituation, weil er gerade ein Raubtier erlegen will und das ist schiefgegangen. Und jetzt muss er sich daran erinnern, wie er wieder zurückkommt. In der Eile wird er vielleicht nicht mehr den genauen Rückweg kennen. Das ist aber auch gar nicht wichtig, denn sein Gehirn wird ihm plausibel zumindest die grobe Richtung sagen und es mit Details füllen, wie er dann eventuell lang zu gehen hat. Es war also nicht wichtig, sich perfekt zu erinnern, sondern 90-95% Genauigkeit hat vollkommen ausreicht und der Rest hat man plausibel gefüllt, weil es relativ egal war an dem Zeichen. Und ja, so hat man das dann ein bisschen begründet. Ich finde, diese These ist durchaus nachvollziehbar und erklärt das Problem auch ganz gut. Problem ist aber auch, Erinnerungen können auch bedingt vorsätzlich verfälscht werden von externen. Da gibt es dieses berühmte Beispiel Lost in the Mall Experiment. Und bei diesen wurden Verwandte von 24 Probanden jeweils 2 wahre Kindheitserlebnisse und ein falsches angegeben. Das falsche Erlebnis war, dass der Proband als Kind sich in ein Einkaufszentrum verirrt und anschließend von einem Fremden zu den Eltern zurückgebracht wurde. Das heißt also, die Eltern haben ja mit dem Probanden, sage ich mal, 3 Geschichten wiedergegeben. 2 wahre und dann einmal diese, du wurdest in der Einkaufshalle vergessen, ein Einkaufszentrum, Entschuldigung. Und der Proband wurde dann vom Experimentierleiter damit konfrontiert und sollte über diese Erinnerung erzählen. Das Ergebnis war, dass 6 der 24 Probanden, also 25%, sich wunderbar an dieses Erlebnis erinnern konnten, wie sie damals im Einkaufszentrum sich verirrt hatten und dann doch aber durch einen Fremden und einer guten Fügung wieder ankamen. Aber es war halt nie passiert. Das war der wichtige Fakt.
Das Fazit, was wir daraus ziehen können, ist, dass Erinnerungen falsch sein können und daher eigentlich plausibel mit Beweisen untermauert werden sollten, damit diese wirkliche Bestandskraft aufweisen. Gibt da einige interessante Experimente zu, gibt es auch das sogenannte Bugs Bunny Experiment. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal googeln. Ist eigentlich auch sehr lustig und spannend gewesen. Selbe Prinzip, man hat den Leuten, sag ich mal, suggeriert und klar gemacht, dass sie damals in Disneyland waren und unglaublich viel Spaß mit Bugs Bunny hatten und sie konnten sich dann, also nicht alle, aber einige konnten sich dann halt wirklich sehr lebhaft daran erinnern, was natürlich aber nie passiert ist, weil Bugs Bunny nicht Disney ist, sondern Warner Brothers und damit in Disneyland nichts verloren hatte und auch nie da war. Ja, und da sind wir jetzt mit dem Thema der Psychologie, den psychologischen Grundlagen durch. Vielleicht noch ein kleiner Einschub, die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung ist auch noch was ganz Interessantes. Vielleicht mache ich dazu ein extra Video. Bedeutet im Prinzip aber relativ simpel, wenn man sich selbst etwas einredet, also im Bereich der Suggestion sozusagen landet und fest daran glaubt, dann ist unser Unterbewusstsein so drauf, dass es versucht, dieses Ergebnis herbeizuführen. Also wenn ich sage, boah, ich verliere immer beim Kartenspiel, oder als Beispiel jetzt nochmal, dann wird unser Unterbewusstsein, da haben wir uns selbst drauf geprimed sozusagen, und unser Unterbewusstsein wird darauf hinarbeiten, dass wir tatsächlich verlieren. Klar, wenn wir jetzt viel Glück haben, gute Karten ziehen, wird das nicht passieren, aber ansonsten wird es wirklich eher so sein, dass wir Richtung Verlieren gehen, als wenn wir sagen, boah, weißt du, beim Kartenspiel, da gewinne ich immer. Wer so drauf ist, wird automatisch auch besser gewinnen. Das ist erstaunlich. Und es nennt sich halt selbsterfüllende Prophezeiung, weil man sagt, dass es passieren wird und dadurch, dass das Unterbewusstsein aktiv in diese Richtung arbeitet, ohne dass wir es merken, tritt das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein und dann war es wie eine Prophezeiung. Man hat gesagt, es wird passieren und es ist passiert. Man fühlt sich darin dann bestätigt und wird fortan auch weiter dieser eigenen Prophezeiung folgen und sagen, ich habe beim Kartenspiel verloren, wie immer, und ich werde auch diesmal verlieren, so ungefähr. Das ist eine ganz spannende Sache. So, jetzt aber genug. Ich hoffe, es war für euch interessant und hoffe, wir sehen uns beim dritten Video wieder, wo es dann um die physikalischen Grundlagen geht. Und ja, würde sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich über einen Like freuen und einen netten Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.